Eigentlich hat man gesagt, dass am Hafen Chaos ist, aber es ist hier sehr entspannt. Wir haben locker hinten unseren Dauerparkplatz bekommen. Gepäck haben wir auch schon untergebracht. Jetzt warten wir auf die Fähre. Angekommen sind, war es am Hafen ziemlich regnerisch, auch auf der Fähre schon. Sind viele Leute runtergegangen, aber wenige drauf. Wir waren die Zweiten, die auf der Fähre waren. Und habe ich glaube ich schon erzählt. Ja. Das Wetter ist hier nicht besser. Windig, regnerisch. Wir haben uns trotzdem nass, trotzdem rausgetraut. Ich glaube, es hat gerade so ein bisschen aufgehört. Deswegen. Wir gehen jetzt mal weiter Richtung Promenade, aber dann noch nicht zu lange und dann gehen wir ins Sturmbeck und checken wir da die Lage und dann gibt es das ein oder andere Getränk. Gegessen haben wir auch schon, aber dafür geht der Urlaub jetzt auf jeden Fall los. Dann schauen wir mal, was uns erwartet, diese Region unter diesen Umständen. Die Anzahl der Leute ist noch recht überschaubar, es ist nicht so voll. Mal gucken, ob es so bleibt. Der ganze Strand hat gelitten, seit der Sturm Sabine hier gewütet hat, den ganzen Sand weggeweht und alles freigeschaufelt. Der ganze Strand ist richtig platt geworden. Die Insel hat gelitten. Den ganzen Tag wütet schon der Regen auf der Insel. Es stürmt ohne Ende die ganze Nacht. Es war sehr, sehr stürmisch. Der Baum nicht umgekippt ist, das war schon ein Wunder. Jetzt ist es gerade mal ein bisschen sonnig. Naja. Die Menschen haben sich auch weitestgehend zurückgezogen. Mal sehen, wie lange die Sonne anhält. Die nächsten Tage sollen ein bisschen anders werden. Wir regnen uns noch eine Weile mit Leid. Aber wir sind ja gewappnet. Naja. Wir erkunden mal weiter. Ach. Wieder Schiedwetter hier. Wieder ja. Mensch. Wieder Unruhen hier. In der Natur. Versuchen aber trotzdem mal einiges zu machen. Heute geht es darum, unseren reservierten Strandkorb mal zu begutachten, auch wenn das jetzt gar nicht das Wetter dafür ist, aber die nächsten Tage ganz gut werden sollen, müssen wir da schon mal Vorkehrungen treffen. Ja. Heute gehen wir mal hier mal dahin, weil das Wetter ja so ist, wie es jetzt ist. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem was machen kann. Ja,
Jetzt regnet es richtig nieselig. Jetzt erstmal hier unter gesetzt in unsere Strandkörbe. Ramona kämpft mit dem Strandkorb und ist bedient. So, Schuhe unter Wasser mit Sand voll. Viel Spaß! Gut, wenn man mit Barfuß gehen kann. Bei mir sieht das anders aus. Aber spitz und mittler Wasser nicht, weil die so schön dick sind. Ah. Ja. So ein Strandkorb kann dann auch ein guter Schutz sein vom Regen. Ich versuche mal erstmal da schrittweise Richtung Supermarkt zu kommen. Eieiei. So, da stellen wir uns jetzt gleich erstmal unter. So, dann Wetter. Gar kein Wetter. Ah, geschafft, Brücke. Ah je, richtig kleine Seen hier auf dem Weg. Auch wenn es gerade nicht so aussieht, aber das Wetter ist viel besser. Wir hatten schon sehr viel Sonne gehabt. Und heute ist auf jeden Fall mehr drin. Kaffee Klund hier ist heute auf dem Plan und danach sehen wir mal weiter, wollen wir noch ein bisschen im östlichen Teil der Region verweilen und schauen uns da mal die Lage an. Auf geht's. Das Meer gucken. Ja, das Meer. Ah, Urlaub. Direkt wieder alles ein bisschen besser. Noch ein bisschen entspannen. Du kannst bleiben. Aber es soll, abgesehen von morgen, noch mal nur ein bisschen anders sein. Aber ansonsten könnten wir echt Glück haben. Soll das so sein wie heute in der nächsten Zeit. Es war schön, wenn die sich bei der Wettervorhersage vorher mal so schön geirrt haben. Zu unserem Glück. Heute ist Strandtag. Wir sitzen in unseren Strandkörben. Und das Wetter ist eher wechselhaft, aber wir haben unser Schwimmzeug angezogen. Du darfst dann ruhig regnen, das ist uns scheißegal. Wir haben die Swimsuits angezogen. Oh, gleich geht es erstmal ans Wasser. Mal die Lage checken. Oh, hier meine neuen Treter. Damit ich über die Muscheln wandern kann. Das macht besonders in diesem Jahr sehr Sinn, weil da alles voll ist mit Muscheln, dadurch, dass der Strand auch so gelitten hat.
Ja. Ja, das ist auch hier. Ja. Und schauen wir mal. Da sind noch mehr. Alle sind zufrieden. Two glassy eyes staring into the grey. Have you fallen into disgrace? Or did you give up on yourself? It's the dawning of your. Far from home, don't let go. No soundless lust. When you far from home. This place where mountains meet the sea. What is holding you here? Just your own uncertainty. And I know. Passend zur Situation. Einmal für Jürgen. So. Prost.
dich. Prost. Oh. Schmeckt aber streng, du. Muss man das vorher eigentlich auch desinfizieren? Phaser mal justieren. Wir haben einen neuen Feind. Die Tagesterroristen. Überall. Überall. Obacht. Einiges Intus, also das, die waren heute sehr, sehr großzügig mit dem Alkohol. Boah. Bevor ich zu Hause bin. Ja. Da brauchen wir noch ein bisschen für. Schafft man noch. Thank you.
echt so locht. So sieht es heute aus. Jetzt geht es wieder an den Strandkorb. Jo, bisschen schön das Wetter genießen. Heute mal wieder ins Wasser. Vielleicht schaffe ich es heute mal ins Wasser zu gehen, um dann mal ein paar Aufnahmen zu machen. Im und unter Wasser. Und unter Wasser haben wir, glaube ich, nicht gesehen. Das ist einfach alles ein bisschen zu trüb. Und wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir noch mal irgendwie so einen Untergang zu sehen kriegen. Naja, wenn wir Glück haben, fangen jetzt die guten Tage an. Jo, schauen wir einfach mal. Da versuchen sich die Surfer und der eine oder andere klatscht immer ins Wasser. Ja, jetzt wieder einen erwischt. Üben wir nochmal. Pam. Klatsch. Matzi kommt jetzt mit. Repariert fürs Wasser. Ne? Der freut sich auch schon. Hey, Mama. Ja, ja. Mal gucken, dass wir zum Schwimmen kriegen hier. Oh, Maxi. Jetzt wird's frisch. Oh, ist fit. Kleiner. Den wollte ich auch eigentlich als erstes haben. Jimmy, darf ich zu dir? Ramona, erzähl mal, was gefällt dir in deinem Waldrum? Die Insel, der Strand, die Leute. Alles. Alles. Ja, außer die Touristen. Die Touristen. Kannst dich selbst nicht leiden. Genau, nein. Vor allen Dingen die Familie aus Baden-Württemberg. Die nerven. Aber ansonsten doch. Ist hier sehr schön. Ja. Kann sehr schön spazieren gehen, schön an der Promenade sitzen. Ja. Hat sehr, ja. Schönes Ambiente einfach. Wie findest du die Leute? Die Einheimischen super nett. Ja. Von den Geschäften her. Ja, ist natürlich im Westdorf viel cooler. Die ganzen Restaurants, Cafés. Im Ostdorf hat man nicht viel. Halt ein Fischrestaurant. Ja gut, in Zielots, wenn man auf teures Event-Gedöne steht. Und deshalb, nö, finde ich es im Westdorf schon cooler. Ja. Du hast natürlich Kaffee Klundig, Elke Schmuckstübchen. Ja, muss sein.
mit auf den Teller und auf einen so extra. Hochzeit auf Baltrum. Ah, da hängt sie wieder. Wunderschön. Beide wunderschön. Ah. Die hat den Sand so weggerissen, ist ja jetzt schon ja, immer noch Flutzeit. Jetzt gerade noch das hier, hier ist schon dunkel und wenn man hier runter geht, hier sieht man noch die Fußspuren, hier versacke ich richtig, geht's richtig tief, der ist so weich der Boden. Ah, richtig fette Fußspuren. Hier ist schon das Wasser. Also, man hat arg gelitten hier. Oh, also, richtig schlackig ist das hier. Matzi, gute Ausbeute haben wir doch gemacht, oder? War doch nicht schlecht. Mananatu? Mechemitu? Ja, will ich auch meinen. Ah. Ah. Einiges an Aufreibungspuckerei. Aber angenehmes Wetter haben wir dafür gehabt. Dann kannst du das machen. Wollen wir erstmal Päuschen. Ah, was trinken. Ja. Mit die Barbe? Ja. Trinkst auch was mit, ne? Ach, würde ich sagen. Ach, tut das gut. Ah. Ja, das tut gut. Da drüben ist Ficky Fucky oder nein? Ja, trüb. Wieder nichts mit Sonnenuntergang. Aber da haben wir das passende Bier. Ja. Auch noch extra. Was immer extra ist. Das merkt man dann noch. Naja. 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 Aber da hinten sieht sie vielleicht auch. Naja, das sieht bisher sehr karg aus. Bleibt wahrscheinlich auch karg. Ich habe mir eine neue Jedi-Kutte quasi zugelegt. Im Heimathafen, richtig schön. Irgendwie vielleicht friesisch derb. Ja. Und hinten ist auch noch schön gedruckt. Wunderbar, schön warm. Ach, nicht so viele Fliegen. Da, Ramona, du hast doch dein Ball vom Laserschwert dabei. Mach doch mal die ganzen die Mücken hier weg. Verdammte Tagesterrorist. Oh, my God.
wieder nach Hause. Tschüss. Thank you.